Schön, dass ihr am Start seid. Jetzt gerade aus Tübingen. Tübingen-Reutlingen Food Tour. Ich habe die heftigsten Spots rausgeführt. Von euch die besten Empfehlungen. Legenden ohne Ende am Start. Besten Burger, Google-Bewertung. Döner, den habt ihr mir Ewigkeiten empfohlen. Ich bin am Ende der Food Tour schon und ich kann euch sagen, es knallt mächtig. Noch einen anderen Döner, den ich eigentlich nur auf Gutmensch-Basis gewählt habe, der absolut reinknallt. Also wir haben heftige Spots, Legenden-Spots, Udo Snack. Also ich kann nur schwärmen von der Food Tour. Zieht euch das rein, also echt Knaller. Auch nochmal Kebab-Häuser-Reutlingen. Seit Ewigkeiten empfohlen. Oh, der Spieß, Alter. Ja, wir sehen uns direkt im Video. Wir sehen uns direkt im Video. Wir starten bei dem besten Burger in Tübingen, laut Google. Bis gleich, viel Spaß. Nachbarskind, Nachbarskind. Da, 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 da. Karumi ist am Start. Oh, ach, die haben eigentlich noch gar nicht auf. So war das, ne? Karumi? Richtig. Ah, okay. Und da ist der Chef. Moin, Chef. Grüß dich. Hi. Na, mein Lieber. Servus. Hi. Alles gut, ja? Alles super. Ja, ja. Du siehst aus wie ein Kampfsportmeister irgendwie. Ja, Tatsache. Bist du wirklich, ja? Ja, hab ich gemacht. Ja, das sieht man an der Ausstrahlung. Ich sehe das. Ich sehe das. Ja, ja. Hast du was gemacht, oder? Hä? Ja, ja, ich habe auch. Ich habe auch ein bisschen was, war aber das lange her. Ich war bekannt, vielleicht kennst du mich so auch überregional als die Tigerkralle. Ja. Naja, aber warst du wirklich Meister auch? Schwarzen Gürtel im Taekwondo? Nee, ich habe MMA zuletzt gemacht. MMA, stark, ja, ey. Vorher Kickboxen. Ich habe mal in Bayern zweiter Platz gemacht und Baden-Württemberg Meister. Also Grappling bist du richtig heftig, ne? Grappling bin ich scheiße. Echt? Ja, aber Stand bin ich ganz gut. Aber du könntest wahrscheinlich gut jetzt, sag ich mal, wenn wir jetzt ringen würden, würdest du, ich kann nicht ringen, gar nichts, würdest du mich easy platt machen. Was wiegst du denn? So 86, 87? Gerade so, ja. Gerade so, würdest du machen, ich weiß, ja. ich kann sowas nicht. Du kennst dich selber. Geil, ich weißt du, was ich gehört habe? Ja. Du hast einen richtig heftigen Burger, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ein paar davon. Okay, aber ich darf nur einen. Wir dürfen, nur einen? Ja, weil wir machen eine dicke Foodtour und wir dürfen nicht zu doll aus dem Fenster lehnen hier, weil dann habe ich keinen Hunger mehr für die anderen Läden. Also wir haben einen argentinischen Filetburger, einen Chivito Steakburger, der richtig geil ist. Oh, aber da verkacken alle immer, weil da ziehst du die Hälfte raus, dann ist man ein zähes Stück und du kannst nicht richtig essen und so. Dann haben wir einen Deluxe Burger. Wir würzen unser Fleisch ja selber. Dann haben wir natürlich noch den Veggie-Burger. Ja? Den nehmen wir, den Veggie. Okay. Von dem Sommelier Bassam, ne? Richtig. Ja, beim Bassam gehen wir nachher auch noch. Da habe ich auch noch ein bisschen. Wir gehen bei Fleisch-Sommelier noch ein Stück Fleisch essen. Nachher, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, aber dann gehen wir erstmal den Veggie. Können wir in der Küche auch filmen, ne? Ja. Perfekt. Geil. Und bevor wir jetzt loslegen, zeige ich noch einmal kurz den Laden. Geheimgang, ich merke das schon, ja. Mein Chef, grüß dich. Hi. Na, ich gebe dir mal Faust hier, ne? Ja, wir filmen hier mal ein bisschen ab, wie du hier Burger brätst. Würdest du sagen, bester Mann in der Stadt hier zum Burgerbraten? Auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir einen Veggie-Burger, nehmen wir. Würdest du selber von dir auch sagen, du hast es drauf beim Burgerbraten? Ja. Ja? Ja. Machst du mir Medium? Sehr gerne. Ist deine Spezialität Medium? Also ja, okay, sehr gut. Weil oft habe ich auch gemerkt, gerade sage ich immer bei der muslimischen Fraktion, die geben standardmäßig durch und ihr gebt standardmäßig Medium. Kann ich was hier in den Müll auch reinwerfen? Machst du den mal? Mach ich den, perfekt. Oh, den kriegst du. Das war wieder der Tür für die Kamera-Dings, ne? Ja, macht nichts. Ne? Ja, ja, natürlich. Den kriegt jetzt ein anderer Gast. Den merkst du aber gar nicht mehr. Sag ich ehrlich, wenn da der Käse drauf kommt, das merkst du auch gar nicht mehr, oder? Du hast Käse auf dem Weg. Komm, kein Käse. Ne, wir nehmen wir ohne Käse. Was hast du das für. Woher kommt dieses Nachbarskind? Darf ich eine Theorie aufstellen? Okay, ne, die Wetze will die Theorie. Also, im Endeffekt ist Nachbarskind deswegen Nachbarskind. Wir waren als Kinder nicht viel essen. Ja. Wir sind ja nicht aus Deutschland, wir waren nie wirklich essen. Aber die erste Gastfreundschaft außerhalb der Familie war halt mein Nachbar. Ja. Und so soll es ein bisschen sein. Es soll sein wie früher, ich bin nostalgischer Mensch. Es soll sein wie früher, wenn du zu deinem Kumpel nach Hause gegangen bist, nach der Schule und mal bei dem gegessen hast. Mal was ganz anderes und trotzdem gastfreundlich und einfach mal außer Haus sein. Okay. Die erste Party, die erste Konsole, der erste Absturz, der erste Kuss, alles beim Nachbarsjungen gehabt. Oh, ja. Deswegen ist beim Nachbarsjungen, da war dein guter Freund wahrscheinlich, ne? Ja, mein bester Freund. Da habe ich kurz eine Frage. Angenommen, du wärst irgendwo eingezogen, hast gar nicht diese, sag ich mal, wenn es jetzt auf dem Dorf ist, diese dörfligen Verhältnisse im Kopf. Du lernst die Nachbarstochter kennen. Verliebt sie in sie, hast was mit ihr, auch dein erstes Mal und danach erfährst du, es ist deine Cousine. Würdest du danach noch weiter, weiterhin mit ihr verkehren? Wärst du mit ihr zusammen? Ja. Wärst du mit ihr zusammen, dann noch weiterhin? Wenn es meine Cousine wäre. Wenn du es danach erst erfährst, du wusstest es vorher nicht. No, Bro. Ne? Geht nicht. Du lebst und erfährst danach erst. Du, ist es nachdem mein Herz das erste Mal gebrochen wurde oder davor? Ist deine erste große Liebe. Meine erste große Liebe. Schwierig.
Weil man denkt ja immer, da kommt nie wieder sowas. Ja, denkt man wirklich, ne? Ja. Hast du das auch hinter dir? Ich hab das auch hinter mir. Ich hab's zweimal hinter mir. Grüße an. Oh, hast du fürs Medium Pieper? Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut, würde ich auch so machen. Warum nicht? So viele kriegen das nicht hin. Getimed ist getimed, mein Junge. Ja, ja. Mein Vater war Koch, der hat immer eine Eieruhr stehen gehabt. Ja. Eieruhr, kennst du das auch? Ja, klar. Ja, ja. Ich habe auch zu Hause Eieruhr. So ein Ei, das dreht man auf, ne? Ja. Ja, 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 genau so eins hatten wir auch. Kräuterbutter. Ach, da kommt noch Kräuterbutter drauf. Ja, interessant. Ein bisschen reinschmelzen. Stark, stark. Die riechen geil, die riechen so zitronig frisch irgendwie. Wie kommt das denn? Pfeffer, Salz, Butter. Butter? Zwiebeln. Zwiebeln. Oh, da sieht ja richtig schön die Kräuterbutter habt ihr da drin. Jawoll. Oh, stark. Deckel drauf. Ja. So, geil. Dann nehme ich den direkt auf den Teller. Also nach meinem letzten Versuch bei Food Brothers habe ich gelernt, die hat auch so ein dickes Salatblatt. Auf Anhieb finde ich optisch, denkt man, scheiße, kann er nicht bringen. Ja. Ne? Und dann hatte ich zum Beispiel auf den Burger auf der Hälfte dieses Salatblatt und Salat bei Food Brothers und auf anderen nicht. Und wo es nicht war, hat es mir gefehlt. Also es performt besser, als es aussieht. Ich finde, es sieht geil aus, aber untypisch für so die meisten Burger inzwischen. Aber letzte Erfahrung, da hat es gebockt. Dann nehmen wir das direkt mit. Ich danke dir. Ne? Ja. Da ist der gute Kollege. Das riecht so brötchenartig richtig. Obwohl das Brioche ist, kommt so dieses Brötchenfeeling vom frischen Brötchen vom Bäcker in meine Geruchsknospen. Schön weich von der Optik. Habt ihr die Knoblauchbutter gesehen, wie er die da raufgelegt hat? Dann nochmal das Eisen drauf, oh, das ist so geil zerlaufen. Du merkst direkt diese Kräuterbutter beim ersten Bissen. Medium ist, glaube ich, nicht ganz geschafft. Kein Käse drauf, ganz basic. Salat merkst du, ist aber nicht sonderlich auffällig. Also geht fast unter. Ziemlich butterig halt, positiv. Das Problem ist halt immer mittendurch, ne? Da merkst du halt, der Geschmack ist nicht mehr so wie bei Medium. Ich merk's ganz stark, ich habe so viele Burger, dass wenn du das Medium hast, ist der Geschmack einfach anders. Kurz zusammengefasst, geiles Butterfeeling. Salat wirklich nicht schlecht, beziehungsweise kein Upgrade, kein Downgrade. Leichte Trockenheit, sowohl dadurch, dass es nicht Medium ist, als auch durchs Bun. Das ist irgendwie nicht so saftig. Bewertung von mir 6,7. Sehr bekannter, beliebter Burger hier, kann ich verstehen. Ich denke, das Problem ist auch immer, wenn du mit Kamera kommst, dass alleine Medium, nicht Medium, kann alles verändern. Wäre es Medium gewesen, wahrscheinlich 10-mal besser. Aber trotzdem, leckerer Burger, gar keine Frage. Kuss geht raus und wir sehen uns beim nächsten Spot. Die Jungs waren eingestandenermaßen, ich habe ihnen Feedback gegeben, nicht ganz zufrieden, obwohl ich jetzt eine dicke Foodtour habe. Wir werden jetzt nochmal eben den Steakburger machen. Mit Gefahr, dass ich gesagt habe, es ist ganz viel Risiko. Die hauen Filet auf den Burger rauf. Aber ich möchte euch die Chance geben, natürlich, ihr habt jetzt eine Chance auf den Burger gehabt, weil wir eine riesen Foodtour machen, bei manchen nämlich drei. Wir werden jetzt noch mal einen Burger eben einmal snacken. So, dann nehmen wir dieses Mal, welches sagst du, passt besser? Ich sag immer Weizen. Immer Weizen. Spannend, aber das ist Geschmackssache. Wir versuchen das dann mal, ja, weil Bann ist überall anders. Schöne 150 Gramm Filet. Oha, wild, wild, okay. Ja, ja, dann nehmen wir das. Auch von Bassam? Habt ihr das auch von Bassam? Ne, das nicht, okay. Frisch aus Argentinien eigentlich. Frisch aus Argentinien. Du sagst eben, es ist ein südamerikanischer Steakburger, den habt ihr nicht erfunden, hast du gerade gesagt. Ja, ne? Das ist ein klassisches Rezept, das kommt aus Argentinien und wird eigentlich als Sandwich gemacht. Mozzarella, Melzzwiebeln, Spiegelei und dann das Filet schön aufgeschnitten. Dann oben Chimichurri, Petersilie, Oregano, Chili, Limette. Petersilie, Oregano, Chili. Macht ihr das auch alles drauf? Ja, ja. Okay. Auch handgemacht, ja. Alles, alles drauf. Kräuter, macht ihr alles drauf gleich noch, ja? Das ist Chimichurri, ja? Ja. Habe ich letztens Chimichurri-Hähnchen habe ich gegessen. War auch wild, ja. Lass das jetzt noch ein bisschen
bisschen drauf. Ich sehe, der Saft will noch nicht ganz. Das muss noch ein bisschen für gutes Medium. Okay. Martin war das, ne? Martin? Oder wie war denn dein Name? Nico. Wie komme ich noch? Martin. Gut, also Martin sagt, muss. Nico sagt, muss noch ganz Moment. Er merkt das. Da kommt der Fleischsaft raus, ja? Ja. Wenn der richtig austritt, das ist das optische Signal für ja. Medium. Ah, okay. Da gibt es diese ganzen Tricks, was man nicht so alles macht. Ja. Ich sag optisch, wenn du das drauf hast. Okay. Schön. Sieht schön von innen aus. Perfekt beinahe. Jetzt kommt die schöne Chimichurri. Da bin ich gespannt. Sehr geil. Dann nehmen wir den mal mit hier. Oh, da ist er, Leute. So, wir legen los, Leute. Wie gesagt, sehr schwieriges Pflaster. Ich hab vorhin ja schon gesagt, eigentlich immer wurden Steakburger versaut. Die einzig guten Steakburger, die ich auf meiner Reise durch Deutschland kennengelernt habe, waren beim Hamburger in Köln und bei Shiso Burger. Die zwei. Und die haben es hinkriegt mit Filetstreifen, weiches Ergebnis, butterzart. Sonst hat es immer irgendeinen Kritikpunkt gegeben. Also wir haben diesmal das Brötchen gewählt, auf seinen Tipp auch. Er sagt, es gefällt ihm besser als Brioche, der Nico. Sehr hart von außen, aber sehr spezielles Feeling vom Burger. Das ist wirklich ein Brötchen-Feeling von außen, aber richtig hart auch, weil sie es lange im Toaster hatten. Wieder diese buttrige Note. Jetzt kommt die Limette vom Chimichurri. Tatsächlich zart auch. Ich glaube, eine Zitronen-Mayo hatten sie noch drin oder Limetten-Mayo, irgendwas hatten sie gesagt. Ganz viel Butter auch gearbeitet. Also merkst du die Butter? Ich glaube, sie haben da auch. Ich habe das nicht mehr im Kopf, die Kräuterbutter drauf. Es kamen schön die Schmelzzwiebeln. Ergänzend zum Biss vom Fleisch. Ganz weich, ganz geschmeidig. Schön einfach vom Mundgefühl. Und durchdringend diese zitronig-buttrige Note, die sich gemischt hat. Also wirklich gelungen. Sehr spezieller, guter Burger. Das Einzige, was ich negativ sagen würde, ist doch das Bun, weil es sehr brotartig ist und teilweise so richtig Brocken im Mund hast, die manchmal schwer zu verkauen sind. Weiß auch nicht, ob er den verplant hat, den Schritt, wo die Burger Buns im Toaster waren, die ein bisschen zu lang drin waren vielleicht. Aber der gefällt mir deutlich besser als der eben noch. Es lag halt, wie gesagt, auch am Medium. Da hätten sie das Medium hingekriegt. Du kannst den Burger gar nicht vergleichen, Medium und nicht Medium. Das sind zwei Burger. Diese zitronige, kräutrige Note ist echt einzigartig. Also ist echt gut. Also um euch meine Benotung auch zu erklären, sind super geile einzelne Komponenten und geile Momente im Burger, wie diese zitronige Note, diese Kräuterbutter, boah, diese weichen Zwiebeln. Aber wenn ich jetzt das Matching beurteilen müsste, wie alles ineinander passt und ineinander greift, wie teilweise bei Burgern, wo alles einfach gefühlt wie eins ist, einfach füreinander geschaffen, da haben wir das nicht ganz. Deshalb gibt es von mir 7,3 Punkte für den Burger. Wirklich unbedingt probieren, gerade für Steakfans. Absolut lecker, super geiler Burger. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spot auf unser Foodtour. Bis gleich. So, wir testen jetzt den einzigen Gemüse-Kebab auf der Stadt. Ich meine, der einzige, der Richtung Berliner Kebab geht. Der einzige, der Richtung Gemüse-Kebab geht. Übrigens, der Karim ist Tübinger und kennt sich dementsprechend Tübingen-Reutling sehr aus. Deshalb kommt das sehr gelegen, dass er hier am Start ist. Und also so eventuell der einzige Gemüse-Kebab hier. Wir kennen es gut aus. Wir haben die besten in Deutschland, haben wir gegessen und gucken, was der jetzt in Tübingen kann. So, da ist der Laden. Was geht? Ich habe gehört, besser Gemüse-Kebab hier. Ja, ist so? Servus, servus. Alles ne? Gut? Alles gut, danke. Moin Jungs, grüß euch. Hi. Na, seid ihr Stammkunden hier oder was? Ja. Ja, besser Döner hier in Tübingen? Bester Döner. Ja, sehr gut. Lalaf, gut geht's, danke. Nachlaf, ach, Nachlaf, grüß dich. Ist das der einzige Gemüse-Kebab oder der beste hier in der Gegend? Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Beides. Auch der einzigste, ja. Auch der einzige. Hier in Tübingen, sagst du. Okay, geil. Oh, hast du Sportzigarette gerade gemacht? Nee, ne?
Nee, habe ich nicht zufällig. Nee? Nee? Hat jemand von euch? Nee. Hab ich keine. Leider nicht. Hast du überhaupt Hunger? Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann, weil gutes Essen geht immer bei mir rein. Wir wollten mit Hähnchen dein Gemüse. Weil ich habe in Deutschland ja alles gegessen. Gerade in Berlin die Hochkaräter. Da muss ich auch sagen, was Gemüsedöner angeht, kommt keiner an Berlin ran bisher. Allerdings beim Hähnchen. Ne? Und dann werden wir mal euren testen. 1 bis 10, was würdet ihr geben für die Burger? Burger wollte ich gerade sagen, für Döner. Ist immer hier auch 10 von 10? Du auch? Stark, stark. Schmeckt besser als Frühstück, würdet ihr sagen? Das ist mein Lieblingsspruch, Leute. Schmeckt besser als Frühstück. Oh. Der sieht gut aus, sogar mit Granatapfelkern. Ah, habt ihr das von der Nürnberger Legende? Nein, wir machen auch ein bisschen unser eigenes Ding. Ja? Also wir haben uns schon versucht, ein bisschen auch den Döner aus Berlin zu kapieren. Ja. Auch unser eigenes Ding noch mit reinzubringen. Genau. Okay, okay. Also ihr habt ja auch Hummus, habt ihr auch sogar? Ja, das ist Baba Ghanoush. Baba Ghanoush. Und das schmeckt auf Döner auch gut bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Ja, Baba Ghanoush auf dem Döner habe ich noch nie gesehen. Das muss ich probieren. Und dann habt ihr hier auch noch feine Soße, ne? Genau, das ist Joghurt-Kräutersoße. Mhm. Und das ist Knoblauch-Kräutersoße. Ja. Und das ist unsere vegane Cocktailsoße. Da habt ihr aber einen rausgehauen jetzt. Also ich glaube, ich werde Baba Ghanoush auf jeden Fall nehmen. Und eine andere wäre bestimmt noch gut, ne? Fleisch sieht auch gut aus, ja. Dann werden wir hier mal rein snacken gleich. Hier schön noch mit Sumak-Gewürz. Viel Spaß beim Gemüsedöner. Da seht ihr denn das Gemüse schon frittiert und gewürzt anscheinend auch schon. Denkst du auch nur Baba Ghanoush passt bei dem Döner oder ist zu wenig? Nee, würde auch passen. Dann noch eine Spitze Zitrone. Ja, das würde ich mal, Leute. Das ist jetzt mein Traum. Schöner Hähnchenspieß. Schön einfach Baba Ghanoush drauf, sonst nichts. Das hört sich doch noch was an, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Unser Döner schmeckt auf jeden Fall auch ohne Soße. Ja, machen wir so. Macht der Berliner Style auch, würdest du sagen? Genau. Brot, so wie man es aus Berlin kennt. Okay. War ganz schwierig, das hier herzubekommen. Glaube ich. Wild. So, dann erstmal. Genau, Baba Ghanoush. Wusstest du eigentlich auch, dass Uber Eats jetzt am Start bald ist in Tübingen? Natürlich. Ich bin ja auch mit am Start. Du bist auch am Start. Ihr könnt mit dem Code HOLLE, mit Link in der Videobeschreibung, 2x10 € abstauben. Auf die ersten beiden Bestellungen ab 20 € Mindestbestellwert als Neukunde. Also die Uber Eats App ist ja ganz neu am Start. Das heißt, ihr könnt alle reinballern. Also 50%, wenn ihr von 20 € bestellt, könnt ihr abstauben. Geil, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und auch, wer Uber Eats App nicht kennt, ihr habt ganz oft bis zu 50% Angebote. Eine komplette Woche rattern die immer richtig rein. Aber immer findet ihr eigentlich irgendwo Angebote, wo ihr 2 für 1 kriegt oder irgendwie dick Rabatte. Also guckt da unbedingt mal rein. Nee, ne? Ja, ist gut. Oft machen viele zu viel Fleisch und dann schmeckt das auch nicht mehr so gut, genau, ne? Genau, weniger ist mehr. Mhm. Jawohl. Magst du den jetzt als Berliner Style wirklich, auch mit dem frittierten Gemüse? Ja, nehmen wir auch rein. Jawohl, oh, weißt du, wie das riecht? Hätte man die Augen zugemacht, riecht wie ein halbes Hähnchen. Richtig geil, einfach dieses Hähnchenfleisch. Ja. Auch, riecht gut, ja. Wenn man es schön kross anbratet, dann riecht es wie so ein Grillhähnchen. Grillhähnchen, genau. Gägele, ja? Gägele. Oh ja, der sieht gut aus, Brudi. Ja, genau so sieht er gut aus, ja? Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen einfach von allen. Wirklich nur ein bisschen, nicht zu viel. Okay, stark. Ich nehme den so auf die Hand einfach. Die. Dann snacken wir mal eben und dann kommen wir wieder. Bis gleich. Pass auf, Leute. Geruch perfekt. Mit Baba Ghanoush vielversprechend. Mal gucken. Sehr zitronig. Hast du auch nicht bei allen Dönern, wo die Zitronen drauf haben. Das verschwindet irgendwie. Du nimmst es zum Schluss nur noch als Säure wahr. Und hier hast du es wirklich, du setzt schon an. Die Zitrone kommt in deinen Gaumen. Geiler Biss vom Rucola. Diese Giftigkeit vom Käse kommt rein. Und so ein gewisses Aroma, ich kann es gar nicht deuten. Ja, ein ganz spezielles Aroma, das ich gerade gar nicht richtig greifen kann. Ganz intensive Zitrone, aber geil. Und dann wird diese Säure nochmal durch die Säure vom Sumak auf den Zwiebeln gepusht. Geil. Deftigkeit vom Gemüse kommt durch.
Bisher warte ich nur noch auf das Fleischfeeling. Und das ist ein schwieriges Pflaster. Du hast die ganzen Zutaten, die wirklich deftig sind, das Gemüse. Du hast die Zitrone, die sehr durchdringt. Ich habe noch nie dieses spezielle Feeling von der Zitrone gehabt im Döner, muss ich euch sagen. Säure und auch vom Salat, zum Beispiel vom Rotkraut, äußert sich meistens einfach irgendwo in stumpfer Säure, die du einfach als Säure wahrnimmst. Hier nimmst du wirklich, sie wirklich noch als Zitrone wahr. Und irgendwie frischer, besser als bei vielen. Oder boah, also dieses Feeling habe ich noch nie gehabt. Und bei den ganzen Komponenten geht oft das Fleisch unter. Bis jetzt habe ich es hier auch noch nicht geschmeckt. Jetzt weiß ich, was das für ein Aroma vorhin war. Es ist das Fleischaroma. Es hat ein ganz spezielles Aroma von den Gewürzen am Hähnchen. Ganz einzigartig. Erinnert das gar nicht an Hähnchen, sondern vielmehr an so einen, sag ich jetzt mal, geräucherten Schinken. Es ist natürlich Hähnchen, es riecht wie Hähnchen, aber es sind spezielle Gewürze drauf. Soll auch ein bisschen mit Raucharoma gearbeitet worden sein. Baba Ganoush merkst du zum Schluss jetzt auch noch schön im Biss. Geile Schärfe drin und das Baba Ganoush, diese Cremigkeit. Die Cremigkeit von der Konsistenz, Gesamtfeeling noch zum Brot. Vernünftig, kein Upgrade, kein Downgrade. Gibt 7,2 Punkte von mir. Ist für Nicht-Berliner Verhältnisse wirklich ein stabiles Ding. Würde ich safe wieder essen. Wir sehen uns beim nächsten Spot. Also denkt wirklich dran, ne? Alle Uilis, ihr könnt auf meinen Nacken ordentlich absahnen mit dem Code Holle. Ladet euch die App schon mal runter in der Videobeschreibung. Denn wenn das Ganze losgeht, könnt ihr direkt 2x10 € absahnen bei der Uber Eats App. Und in Reutlingen ist das Ganze auch jetzt schon released. Da könnt ihr schon alle Reutlinger, wir sind ja gleich auch noch in Reutlingen, könnt ihr die Uber Eats App runterladen und 2x10 € auf meinen Nacken. Auf die ersten beiden Bestellungen, wenn ihr Neukunden seid. Ab 20 €. So. Jetzt geht's los. Wir gehen zu Bassam, dem Fleischsommelier, und werden schön jetzt was ganz Feines snacken. Scheiße, glaube ich, wir fahren jetzt erstmal zu Udo Snack. Das ist, wie gesagt, eine Legende hier in Umgebung Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, glaube ich auch, gibt es die Burger, kleine Snackburger. Wirklich hat sich einen riesen Namen gemacht in der Gegend. Name heißt nicht alles. Also, ich sag's jetzt einfach, es ist so wie Bürgermeister in Berlin, hat einen riesen Namen, ist ein vernünftiger Burger, aber mehr auch nicht. Also, das ist jetzt nicht Welt, da fährst du nicht aus einer anderen Stadt hin, um den Burger zu essen. Du wisst, was ich meine? So, und jetzt geht's zu Udo Snack. Also, ich hab's noch mal ein bisschen recherchiert. Wir dürfen wahrscheinlich nicht zu viel erwarten. Es ist so ein Kultding, wisst ihr, so ein Kultding. Eher auf Imbiss-Burger-Style. Ich habe gehört jetzt mit Kaiserbrötchen und glaube ich auch TK-Patty, also wirklich Imbiss-Burger. Aber das heißt nicht, dass das schlecht ist. Sowas hat ja auch seinen Charme und Charakter teilweise. Ja, und wir machen uns direkt einen Eindruck, direkt rein da in den Burger. Da sind wir schon. Okay, guck mal hier. Sind die immer auf Parkplätzen? Immer auf Parkplätzen. Das hat echt so Currywurst im Buden-Feeling. Da ist der Laden. Halt zu? Nein! Glaubst du echt, die haben zu? Nee, ich glaube nicht, die haben zu. Wir sind hier drin bei Udo Snack. Wenn nur mal eben den Burger und alles abfilmen, soll eine Legende hier sein, Udo Snack. Oh, und ein Burger. Klein geschmeidig, wirklich so auf Imbiss-Style aufgebaut. Da geht's los. Da brutzelt er. Da sind schon unsere Burgerbrötchen. Da ist wahrscheinlich unser Käse. Und dann geidert los. Klasse, dann nehme ich den so auf die Hand. Jawohl. Dankeschön. Da ist der Gute. Also Leute, der Legendenburger, sag von Anfang an, den kannst du nicht im normalen Burger-Ranking bewerten. Den musst du, ich habe ja auch schon Imbiss-Burger gegessen, den musst du darin bewerten. Da kannst du nicht hinkommen und sagen, auch letztens habe ich hier bei Urban Ranch in Frankfurt einen besseren Burger gegessen. Also das geht nicht. Den musst du auf Imbiss-Standard bewerten. Also erster Biss, was der gute Karim auch gesagt hat, durch die Gurken generell irgendwie. Erster Biss, aber wirklich nur für ein paar Sekunden McDonald's-Feeling gehabt. Aber ganz dick Soße drauf, habe ich gleich auch gemerkt, hat so dick Soße drauf geknallt. Durch die Zwiebeln, die Gurken, Gesamtfeeling echt so ein bisschen McDonald's-Vibes, aber echt nur leicht. Kann man echt kaum essen, ohne sich voll zu sauen. Letztlich, Leute, gibt es zu dem Burger nicht viel zu sagen. Es ist ein typischer Klassik-Imbiss-Burger, TK-Patty. Das, was du erwartest, kriegst du. Hat ein bisschen Kultstatus wie in Buxtehude, die Wachtelburg, der Wachtel-Imbiss. Also, da kannst du jetzt auch nicht philosophieren und irgendwie große Geschichten drüber erzählen. Das, was du siehst, schmeckst du. Du hast so eine knackige, frische Zwiebel. Du hast den Mix aus Zwiebeln und Gurken. Bekannte, geile Mischung. Ordentlich dick Soße. Soßenfans sind hier auf jeden Fall gut bedient. Also, für einen Imbiss-Burger, also so viele Imbiss-Dinger habe ich gar nicht gegessen. Da kann ich jetzt nicht sagen, wo der auf dem Imbiss-Ranking mitspielen würde. Wo gehen wir jetzt hin? Wir werden am nächsten Tag weiter drehen. Wo
wo sind wir jetzt am Start, Karumi? Heute noch Bassam. Genau, jetzt, ach, heute sind wir noch. Jetzt sind wir gleich erstmal noch endlich beim Fleischsommelier Bassam. Da könnt ihr privat Veranstaltungen buchen. Genau, ich glaube auch Fleisch bestellen. Das ist jetzt kein Laden im klassischen Sinne, aber ihr könnt da Veranstaltungen buchen, wie gesagt. Ich sag's nochmal und glaube ich Fleisch bestellen. Wir sehen uns gleich drüben. Kurz nochmal einkaufen gewesen. Schön Wasser geholt für unseren Trip. Und jetzt geht's zu Bassam, ne Karumi? Ja, so ist das. Zum Fleischsommelier. Das hört sich gut an. Ach, und eins habe ich noch verschabbert, Leute. Die Bewertung im Imbissburger-Bereich hätte ich dem einfach mal ganz standardmäßig eine 7 von 10 gegeben. So ist das. Vernünftiger Imbissbudenburger. Ja, und jetzt geht's gleich weiter. So wie ich das mitbekommen habe, Leute, ist der Bassam auch, der grillt auch für die ganzen Rapper und so, ne? Auf irgendwelchen Konzerten und bla, bla, bla. War das nicht so? Da dann war schon ein Oh, ich frage ihn mal gleich nochmal selber. Oh, ganz persönlich so, wir sind bei Bassam jetzt zu Hause, das habe ich gar nicht so gecheckt. Bassam, mein Lieber, grüß dich, ne? Ich mache hier einmal schon mal Aufnahme, ne? Ich habe eben schon gesagt, du grillst auch so auf Konzerten für die Rapper und sowas, ne? Ja. Für wen hast du alles schon gegrillt? Für Haftbefehl, Dardan, Samra, Jay-Zeek. Geil, waren zufrieden alle? Waren alle zufrieden. Waren die alle als du mit nein, dem? Nein. Also falls ich das piepsen muss, einen hier und so. Hast du schon mal für, wie heißt der nochmal, Tilo, wenn der so voll drauf ist und so, für den auch mal was zu grillen? Auf jeden Fall. Ja, ne? Der fällt mit dem Kopf in den Grill. Kurz geht raus an Tilo, ich feier dich. Oh, das sieht schön marmoriert aus. Okay, vielen Dank. Wir arbeiten hauptsächlich nur mit Fersen. Das sind weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben. Ja. Circa 2 Jahre alt, von der Marmorierung her zwischen 4 und 5 ist die stärkste Marmorierungsklasse. Man schmeckt's raus. Geil, und du bist Fleischsommelier. Was unterscheidet dich zum normalen Fleischer, sag ich mal? Oder ist das heftiger als Fleischermeister? Ja, das ist eine Weiterbildung. Weiterbildung, also, genau. Und du hast auch einen Fleischermeister? Genau, also ich bin der jüngste Metzgermeister Baden-Württemberg. Und Fleischsommelier. Oh, krass. Man nennt es auch Fleischbotschafter. Also in dem Kurs probiert man sehr viel verschiedene Fleischsorten, verschiedene Garmethoden. Und wird ein Feinschmecker. Ja, wenn du eine Botschaft nach draußen richten würdest, eine weise Botschaft, welche würdest du ausrichten? Komm zu uns Metzger, nicht zu den Supermärkten. Geil. Der jüngste Fleischermeister trifft den schönsten Food-YouTuber. Das ist ein gute Kombi. Ja, wollen wir direkt loslegen? Okay, was machen wir? Unsere Hände, ziehen uns die Handschuhe an. Du verrätst uns, was du als erstes probieren möchtest, verkostigen möchtest. Seid ihr Brüder, Jungs? Seid ihr Brüder? Nee, das ist ein bester Freund und Mitarbeiter. Bester Freund und Mitarbeiter, krass. Ist er dein Angestellter, richtig? Ja. Stark, er ist schon in dem Alter schon Angestellter am Start. Zahlst du gut? Ja, natürlich. Und man kommt an Orte, an die man als Privatperson nicht kommen will. Ja, glaube ich. Schöner Job, aufregender Job wahrscheinlich. Okay, ne? Also, hier vorne haben wir einmal das Ribeye. Das erkennt man am Fettauge des Ribeye. Dahinter haben wir das Roastbeef, sitzt hinterm Filet. Auch sehr schön von der Marmorierung her. Dann haben wir hier einmal das Filet, das Mittelstück und der Filetschwanz bzw. die Filetspitze. Ich hab grad Schwanz gesagt. Okay, und dann haben wir den Kollegen. Unser stärkster Mann, Tomahawk Steak. Oh, geil. Soll ich mal reinbeißen? Das schmeckt auch roh bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dir gerne aussuchen, was du beginnen möchtest? Also alle schaffen sowieso nicht die, dann breche ich ab. Also ich würde sonst Wolfsbeef für mich, oh, Filet wäre auch krass eigentlich, ne? Aber hast du schon viel probiert, habe ich gesehen, ne? Ja, ich bin da schon gut rumgekommen. Kriegst du Filet auch gut hin, sagst du? Ja, ja. Denk schon. Dann nehme ich liebe Ribeye und dann nehme ich Filet ein. Ich entscheide mich für die beiden, dann machen wir schnelle Runde, snacken die beiden und ja, dann starten wir los. Es liegt alles in deiner Hand, ich begleite dich nur noch mit der Cam. Aus dem Roastbeef würde ich dir noch 2 Special Steaks anbieten, die ich auf den Kettings mache. Einmal das Cola Steak, da wird auf dem Grill Cola übergossen. Dann haben wir noch einmal das Honigsteak. Ja. Da wird nach dem Grillen wird ein bisschen Honig drauf gehen. Gibt auch einen sehr schönen... Auch vom Roastbeef, ja? Genau. Okay, dann nehme ich die beiden noch dazu, dann mache ich ganz schnelle Runde einfach. Ja. Weber, wo ist meine Partnerschaft, sag mal? Gratis Werbung hier am Start, also. Ich grill auch nur mit Weber, da warte ich auch noch mal. Ja, ich sag für uns beide Partnerschaft, für meinen Homie Bassam und für mich brauchen wir auf jeden Fall jetzt eine dicke Partnerschaft.
für euch nochmal, was haben wir jetzt hier in der Tübingen Food Tour und Reutlingen Food Tour dabei ist, wohnst hier. Genau. Catering kann man hier bei dir buchen. Genau. Alles Fleisch bestellen, alles was ihr wollt, das geht alles bei Bassam. Und genau, deshalb ist er hier auch auf der Food Tour als ortsansässiger Gastronom. Genau, so wollte ich sagen. Also egal für welchen Anlass, Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern, auf allem waren wir schon, um sie noch zu buchen. Und wir kommen auch immer gerne. Okay, geil, Mann. Weißt du, wie lange so ein Fleisch abgehangen ist, Bassam? Bis zu uns gelangt zum Metzger, sind die eine Woche abgehangen. Bei uns werden die dann entweder in den Dryager gehangen, das heißt 21 bis 28 Tage gereift. Ja. Oder die werden dann ausgeweidet nach 10 Tagen und im Verkauf angeboten. Okay. Das hier, Leute, da habe ich übelst Bock drauf auf das dicke Stück Fett hier. Das schmeckt maximal heftig, ne, Bassam? Auf jeden Fall. Ah, das schmeckt gut. Oh, kommt jetzt die Show auch, oder? Das ist bei der Cola, dass man die erst zum Schluss zugibt. Ja. Zucker enthalten ist, Zucker verbrennt. Ja, okay. Dass das Steak nicht anbrennt. Schmeckt man das stark oder ist das eher so ein kleines Upgrade? Das ist so ein kleines Upgrade, so ein kleines süßes Aroma. Okay. Salz ist Geschmackssache. Ach, genau, kannst du gern raufhauen ein bisschen. Drauf, so viel er will, deswegen lass ich es. Okay, lässt du liegen. Heute haben wir als Special auch noch Pyramidensalz da. Mit Vanillegeschmack. Ja. Denkst du, das ist geil auf dem Steak? Ich hab's selber noch nie probiert. Okay. Das nicht als allererstes. Ich probiere. Eine Sekunde ruhen lassen. Achso, das muss einen Moment ruhen noch, ja? Genau. Wofür ist das Ruhen da, für die, die es nicht wissen? Das ist Fleisch dann noch Durchsaft. Okay. Der Fleischsaft verteilt sich nochmal besser, ja? Okay. Medium hast du jetzt gemacht, ne? Sehr nussig im Geschmack, würde ich sagen. Das war jetzt sogar mit Cola. Genau. Hat schon sehr individuellen Geschmack, aber ich hätte es aufs Fleisch geschoben. Ich hätte jetzt nicht sagen können, oh, da hast du jetzt bestimmt Cola drauf gemacht, das wäre gelogen. Ich mache jetzt ein bisschen Salz einmal drauf. Das nochmal so probieren. Sehr nussig, fleischig. Also man merkt, die Fleischqualität ist top. Ah, jetzt kommt mit Honig. Okay, und ein bisschen Salz jetzt auch erstmal drauf, ne? Mit Rosmarin auch sehr geil. Ist auch geil, wenn man in die Pfanne einfach einen Rosmarinzweig reinhaut, ne? Kann man auch geil machen. Einmal das Pyramidensalz noch. Alles klar, noch nie gegessen. Hier ist ein dickes Stück nochmal drauf. Aber das Feeling gibt tatsächlich so ein bisschen den Geschmack von der richtigen Vollmilchschokolade. Ja, Mann. Was, wenn du frisch in eine Vollmilchschokolade reinbeißt? Wir sehen uns jetzt in Reutling bei Kebabhäusle. Ihr habt so lange empfohlen, ich blende mal ein paar Kommentare ein von einem Video nur. Von einem Video. Und ihr wisst, wie viele YouTube-Videos ich gemacht habe. Wild, wild, wild. Bis gleich. Aus Reutling. Wir sind jetzt hier gleich bei dem Legendendöner. Ich sag euch das, also auch Instagram-Umfrage gemacht, das Ding kennt jeder. Das Ding kennt jeder. Und auch, wie gesagt, von euch bei den YouTube-Kommentaren. Ich glaube, wenn ich gucken würde, wahrscheinlich schon in meinem ersten Video dieser Tipp drin gewesen. Ich lasse mich überraschen. Wir sehen uns jetzt beim Kebab-Häusle. Guckt euch das an. Sightseeing-Holle führt euch durch die schöne Stadt Reutling. Oh, eine schöne Stadt. Schön, ne? Tübingen ist schöner. Aber Tübingen ist schöner, ne? Hier war ich sogar schon mit einmal, aber ich habe kein Video gedreht. Boah, nee, da kann ich dir eine Story zu erzählen. Siehst du da hinten diese Statue da und dieses Meyers da drunter? Das sind ja, weißt du, wie viele Stockwerke sind das? 3? Und da rechts daneben dieses grüne Gebäude und oben das ganz obere Fenster. Siehst du das? Da hatte ich den ersten Kurs mit deiner Mama. Den habe ich lange nicht mehr gebracht, Leute. Wir sind am Start beim Kebab-Häusle. Eure Legende. Wenn der jetzt versagt, ey, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir extra eine neue Jacke geholt, damit die nicht krisselt. Hier am Mikro. Jetzt komme ich die ganze Zeit dagegen und habe Panik, dass der Sound kaputt ist. Kebab-Häusle. Will der einmal, während ich ganz langsam die Kamera umdrehe, filme, einmal einen legendären Sound einblenden, ja? Kebab-Häusle. Piep, piep, Mäuschen, komm aus meinem Kebab-Häusle.
Also eins hat man schon mal, das finde ich sehr schön. 1, 2, 4, 5, 12 Gramm Farbstoff, Phosphat, Konservierungsstoff, Geschmacksverstärker und Milcheiweiß. Das ist schön, es arbeitet eh jeder damit, der sich so einen Spieß, sage ich mal, zusammenstellen lässt. Und dann steht es hier wenigstens, man weiß es. Obwohl ich dann immer denke, so keiner macht es, dann verschafft man sich sogar einen Nachteil, weil manche sich vielleicht denken, oh, das esse ich deshalb nicht. Aber ehrenhaft, ehrenhaft. Hi mein Lieber, grüß dich. Ich habe seit Jahren deinen Laden habe ich empfohlen bekommen. Guck mal, meine Brille ist beschlagen. Und jetzt wollte ich deinen Laden mal testen. Ganze Umgebung bist du eine Legende. Und dein Spieß hier, der soll richtig geil sein. Scheiße, ey, an alle Brillenträger. Die fühlen jetzt mit, das ist so nervig im Winter. Mann, ich kann gar nichts sehen. Boah, scheiße. Oh, ja, das ist echt die Sauna. Ist bei dir weg? Hast du putzt? Also hier ist der schöne Spieß. Warte mal, ich muss hier, ich blende auch noch. Scheiße, ey, meine Brille. Ich kann ja gar nichts sehen, ey. Ich mach mir jetzt, ich gucke jetzt irgendwie, so gucke ich jetzt erstmal. Ich habe keinen Bock, meine Brille jetzt zu putzen. Ach, das ist auch beschlagen hier. Das gibt's ja nicht. Sag mal, dein Spieß sieht gerade sehr gut aus, ne? Lässt du anfertigen oder machst du selber? Selber, alles selber. Ehrlich? Ja, ja, originales Typgeschäft, oder? Oha, oha. Nur Scheiben Kalbfleisch? Also ein bisschen älteres Tier, meinst du? Genau, das ist 15% ist zu viel Fett. Ja, ja. Nur Scheibenfleisch. Also das ist 15%. Aber ist gefroren, ne? Ja, ja. Ist gefroren, ne? Guckt euch den Spieß an. Oh. Oh, so ein großes Stück. Oha. Gutes Aroma, Chef. Sehr salzig, sehr würzig. Da wird ja auch im Döner gegessen. Da wird es perfekt passen. Man merkt, dass das Tier älter war. Ich feiere das sehr. Intensiver. Kalb ist ja vom Ansatz her eher geschmacksneutral. Die Gewürze machen den Rest. Das hier isst man aber nicht im Döner, die Auberginen und Zwiebeln und so, ne? Ja, Zwiebeln ist alles, ist Backofen, ist Natto, ist Gemüse. Ah, im Backofen ist das. Backofen ist es, ja, genau. Stark, Chef, stark. Das sieht mal gut aus, sag ich dir ehrlich. Das sieht wirklich gut aus. Guck mal hier, alles aus dem Ofen halt, ne? Das muss man sagen, nicht aus der Fritteuse. Du hast also nicht dieses fetttriefende Gemüse, was dementsprechend auch diesen fritteusen Charakter hat. Schmeckt man natürlich immer stark. Das führt meist dazu, dass auch der Geschmack vom Gemüse erhalten bleibt. Kenne ich vom Alla Turca. Und da kannst du halt wirklich teilweise, das Gemüse schmeckt so intensiv stark. Du ersetzt den Fettgeschmack durch die Intensität vom Gemüse. Eigentlich viel geiler. Hier, guckt euch das geile Gemüse an. Tzatziki sieht auch sehr, sehr heftig aus. Cremig. Das sieht so frisch geil hier aus. Chilis da hinten drin. Das ist Joghurtsoße hier? Ah, geil. Das ist aber nur Joghurt. Nur Joghurt. Ich schlafe, ja. Ist alle Wasser weg, nur Joghurtsoße. Ja, ich feiere das ja, wenn einfach so viel Liebe in ein Produkt gesteckt wird. Und das ist einfach kein Standard Tzatziki-Joghurtsoße. Da wird Aufwand betrieben. Sogar hier die kleinen Chilis am Start. Und ein ganz kleiner Laden. Ja, wir sind hier direkt, zack. Also hast du nur 2 Meter. Wird gleich einen normalen Döner. Den macht ihr Brot auch selber, sehe ich da hinten. Ne? Selber, ja. Morgen Kann ich da einmal gucken, hinten? Ja, geil. Guck mal, Leute. Oh, hier wird frisch, kein Problem, alles gut. Boah, noch glasiert. Womit bestreicht ihr das Brot? Ja, ein bisschen Butter, ein bisschen Eier, ein bisschen Mehl, auch, ja. Wasser, mhm. 2 Stunden schlafen, ein bisschen ja. Vorbereitet, spätes Abend Porridge. Ah, okay, ja. Okay, geil. Guckt euch an, wie eine Wolke, so cremig, als wäre das mit Luft aufgeschlagen. Einfach traumhaft weich, wolkig, luftig. Ganz krank intensiv. Du merkst leicht die Kräuter noch, das Dill. Dill, ja. Dill ist das oder was ist das? Dill, ja. Dill, ne? Oh, hab ich rausgeschmeckt. Stark, Leute, also wirklich. Ganz dezent die Kräuter durchdringt. Und nicht so, manchmal merkst du irgendwie, dass die Kräuter beigefügt wurden. So ist es dadurch, dass das so lange, wie er sagt, schläft. Das ist einfach wie ein Geschmack, der sich vereint hat. Ein neuer Geschmack, so wisst ihr. Und nicht irgendwie, du schmeckst raus, oh, da ist jetzt noch Pfeffer drin. Nein, ein einheitlicher Geschmack, aber ganz stark und leicht die Kräuter nur. Also ich würde mich weiter aufs Fenster lehnen und sagen, eine der besten Soßen, die ich je gegessen habe. Ganz heftig. Das Fett brodelt hier richtig. Und eins muss ich euch nochmal sagen, Leute. Super Produkt.
super Produkt, ne? Und es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie auf Krampf einen Selfmade-Döner haben müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht Selfmade ist, ist einfach maximal hoch. Der Spieß ist gefroren. Wer steckt den Spieß und friert ihn dann selber ein? Erstmal sehr unwahrscheinlich. Dann die ganzen Zusatzstoffe wie Phosphat. Wer macht so einen heftigen Spieß, friert den ein, haut noch Phosphat drauf. Und diese ganzen Konservierungsstoffe und so, ne? Das ist alles. Also ich würde sehr viel Geld darauf verwetten, dass der zwar nach eigener Rezeptur, aber individuell angefertigt ist von der Fabrik. Aber dass der wirklich selber gemacht ist, kann ich euch die Illusion nehmen. Das wird nicht der Fall sein. Und das finde ich auch nicht gut, wenn das so kommuniziert wird. Ich kann es nicht wissen, aber nahezu ausgeschlossen. Also dass hier auch Chef sozusagen, wahrscheinlich ist es bei euch so, oder? Ihr steckt den Spieß nicht selber, ihr lasst ihn stecken, aber ist eure Rezeptur alles von euch, ne? Also Rezept ist gehört uns, den, ja. Den machen lassen, eine gute Freund von uns. Ah, okay. Das wollte ich nämlich wissen, weil der Kollege sagte eben, dass es selbst gemacht ist, wahrscheinlich, weil ihr den so gut kennt, ja. Den Produzenten. Es ist wie selbst gemacht quasi. Unsere Sozusagen kann man das auch fast machen wir dasselbe. Wir haben ja auch keine Plastmenge, sonst hätten wir auch gerne den Mann, weil ich bin ja das jahrelang in das Geschäft. Okay. Seit Kindheit. Ja. Okay, stark. Aber ich habe schon probiert, die Soßen so heftig. Fleisch heftig, also der, echt alles. Das ist mein Bruder. Ach, heißt dein Bruder. Geil. Ja, wir sind Familienbetrieb, also keine fremde Botschaft. Stark. Also wirklich die Soße, glaube ich, eine der stärksten, die ich jemals gegessen habe. Ja, das machen wir mal. Jetzt machen wir erstmal Essen und dann den. Habt ihr schon gegessen? Nee, wir holen jetzt gleich Döner, wenn Brot frisch rauskommt. Das macht der schon, wenn er das frisches Ladenbrot rauskommt. Geil, danke dir. Boah, wild, ihr habt sogar Dönerbox. Boah, mit der Soße, das kann nur knallen, Leute, das kann nur knallen. Jetzt kommt das schöne Brot raus. Das sieht aus wie gefüllt mit Luft. Ui, geil. Muss ich wirklich sagen, einfach, da geht mir einer ab. Wenn ich diese Handwerkskunst sehe, diese Liebe im Produkt, das macht einfach nicht jeder. Das ist auch preisverliehen. Jetzt geht's rund hier, wa? Ja, genau. Ja, jetzt geht's rund hier. Jungs, besser Döner hier, oder was? Absolut. Ja? Boah, ich habe schon viel davon gehört. Also habt ihr Eier und nehmt die Chilis da rein? Ja, genau. Sind die scharf? Ja, geht. Ja, so im Gesamtdings geht das bestimmt, das Gesamtdöner. Und hier Gemüse, empfiehlt ihr mir Gemüse rein? Ja. Ja? Okay, geil. Hau ich auch rein, genau. So ist Brot, das ist frische. Ja. Schönen Fettschichten da, seht ihr das? So muss das, das schmeckt heftig. Danke, mein Lieber, danke. Dann komme ich gleich wieder. Hi, grüß dich. Lasst euch schmecken, ne? Oh, das ist ein Kunstwerk. Guckt euch das gleich mal an. Also auch optisch einer der schönsten Döner, den ich je sehen durfte. Also Leute, ich werde ihn hier jetzt mir direkt genehmigen. Glaubt mir, auch dieser Biss mit dem Rucola obendrauf, dieser Knusper, diese leichte Bitternote vom Rucola, das ist nicht so ein Döner, wo du denkst, oh, jetzt muss ich mit Gabel runteressen. Nein, du hast Bock, da reinzubeißen. Das nehme ich mit gleich wieder. Ja, natürlich. Ich lasse das schon nicht hier liegen. Bitte. Salz obendrauf hätte er sich aber sparen können, sei fertig. Ist immer schwer, wenn gerade der Geschmack reinkommt, dann spricht dich jemand an. Der Geschmack ist weg. Du merkst gleich oben diese cremige Soße. Das ist Welt. Ein Weltunterschied zu einer normalen Soße. Leichte Schärfe durch das Pulver. Das knusprige Brot von außen. Die Aubergine ist so schön weich, die wirkt beinahe wie eine Creme. Das hätte auch eine Creme sein können, die ihr da reinstreicht aus Aubergine. Da hätte ich nicht gedacht. Ich habe letztens noch die Diskussion gehabt, ob Paprika im Döner passt. Ich habe gesagt, safe nein. Das ist aber die Paprika aus dem Ofen. Ganz geschmeidig, lieblich, passt super. Gemüse knackt, Rucola knackt. Ja, der hat zu dick wieder gemacht. Läuft alles runter. Also auch ehrlich, in dem Fall hätte man lieber ein bisschen dünneren Döner gewünscht. Nicht so vollgestopft, ist einfach schwer zu essen. Das nimmt dann auch ganz leicht noch den. Also hätte sonst noch mehr Spaß gemacht zu essen einfach.
und das Fleisch kommt durch. Ist halt nicht das Kalb. Es wird älteres Tier genutzt und es schmeckt so ein bisschen, wie es aussieht. Dieses rötlichere Fleisch, das einfach ein bisschen herber ist. Das Fleisch hat diesen typischen, ich habe jetzt oft schon Fersenfleischdöner gegessen. Weibliches Tier, was noch nicht gekalbt hat, hat einfach einen ganz, ganz spezifischen, charakteristischen Geschmack. Das Tier hatte schon längere Zeit zu wachsen, hat mehr Geschmack angenommen. Ich snack kurz auf, dann gibt es die Bewertung. So Leute, also vielen, vielen Dank für den Tipp. Das war einfach ein Erlebnis. Wie gesagt, alleine der Joghurt, oh, diese Geschmeidigkeit, diese Luftigkeit vom Joghurt, oh, ein Traum. Gesamtbewertung kriegt von mir 9 von 10 Punkten, von mir eine klassische 9 von 10. Könnte wetten, dass es hier im gesamten Umkreis der beste Döner ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe ja auch die ganze Empfehlung von euch, Instagram, YouTube gesehen. Also da war das die einzige Wahl an und für sich. Kuss an alle für den Tipp. Jetzt gehen wir noch zu einer Shawarma-Legende, wo ich eigentlich auch den Döner und den Burger probieren soll. Wir haben schon mit dem Chef gesprochen, wahrscheinlich wird es nur Shawarma. Und dann sehen wir uns gleich bei Salam in Tübingen. Salam soll einen guten Döner haben. Selfmade Shawarma auch, also ganz normal selbstgestecktes Hähnchen. Und ein Burger soll wohl auch gut sein. Also ich bin jetzt erstmal auf Shawarma-Trip. Guck, wie ich gleich Bock habe noch zu essen, für wie vielversprechend ich das Ganze auch einschätze. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal wohl einen sehr, sehr guten Shawarma testen. Also alle Läden auch in diesem Video sind Legenden. So, ne? Sind Legenden, beziehungsweise jetzt so wie Nachbarskind. Das war einfach beste Google-Bewertung. Aber wir haben ja ganz viele einfach bekannte, beliebte Spots aus Reutlingen und Tübingen rausgesucht. Schöne Stadt. Also muss auch sagen, ich habe mich viel mit euren Empfehlungen und so weiter beschäftigt. Auch nochmal hier in der Stadt ansässigen Kollegen, halt den Karim am Start. Und wir haben wirklich die ganzen Hochkaräter am Start. Es wären vielleicht noch ein, zwei Dinger, wo man sagen kann, also im Fastfood-Bereich so kann man machen, aber es sind schon wirklich die heftigsten Dinger, die wir rausgesucht haben. Von Legenden bis zur beste Google-Bewertung. Also alles Hochkaräter. Servus. Ja, wir filmen gerade. Oh, in eine geschmeidige Gasse führt mich Karim. Da ist er. Internationale Speisen und Lebensmittel. Sag mal, Leo, bist du Chef hier? Ich bin der Sohn vom Chef. Der Sohn vom Chef, alles klar, perfekt. Ja, wir machen ein kleines Video bei euch, ne? Ja, alles gut. Ich habe schon gehört, geilen Shawarma sollt ihr haben. Sehr geilen Shawarma. Selbst gesteckt, ja? Shawarma selbst gesteckt. Und geilen Döner auch, und ne? Sehr geilen Döner. Okay. Was ist euer, wo seid ihr für bekannt? Beides, ehrlich gesagt. Beides, ja? Beides. Es gibt Dönerliebhaber und Shawarma-Liebhaber. Bei beiden sind wir sehr beliebt. Ist bester Döner in der Stadt, würdest du sagen? Persönlich, ja. Geil. Aber ich bin auch befangen. Ja, klar, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ich guck mir mal erstmal den Laden drin an. Ja, klar. Und Burger habt ihr hier auch, TK-Patties bestimmt, ne? Ich nehme dich mit, Mann. Ja, gucken wir mal. Erstmal schauen, wie viel. Also ich sage erstmal vorsichtshalber ab, weil wir danach noch weiter drehen müssen. Ja, wir gucken mal, wie viel wir hier essen, ja? Hier kann man auch Lebensmittel kaufen. Interessant, ey. Oh, Tahina, Tahina. Den Hähnchenspieß, den kauft ihr aber ein, den steckt ihr nicht selber, oder? Doch, doch, den stecken wir selber. Den steckt ihr selber, ehrlich? Hähnchen machen wir selber, Rind machen wir nach Rezeptur. Ich weiß, das sagen sehr viele. Ja, okay. Aber die auch hier in der Umgebung haben sehr viele den gleichen Lieferanten. Ah. Du siehst, dass unser Rindfleischspieß anders ist. Komplett anders. Genau. Okay, und den Spieß, den steckt ihr selber. Ist der gefroren, der Hähnchenspieß? Nein, nein. Der ist nicht gefroren, der ist frisch, ne? Alles. Okay, oh, aber der Rind ist halt gefroren, weil er den geliefert kriegt, ja, ne? Ja, genau. Okay, ja, aber das ist gespannt. Kann ich dir nur empfehlen. 100% Fleisch? 100%. Okay, stark. Also viel Spaß bei der Runde Shawarma. Guckt euch die Farbe an. Ich wollte gerne euren Shawarma probieren. Gerne. Mit Hähnchen gerne. Mit Hähnchen. Vielleicht nehme ich danach noch einen Döner. Ich gucke mal, aber erst noch nehme ich den Shawarma. Genau, normale Shawarma-Hähnchen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Pommes kommen noch drauf. Also ganz klassisch, basic, Shawarma, Thunpaste, Gurken. Pommes noch drauf, habe ich jetzt auch ein, zwei Mal gegessen. Ja, habe ich ein, zwei Mal gegessen. Vielen Dank. Gehen wir eben einmal raus. Wir kommen gleich wieder, ne? So, richtig weich. Also man merkt natürlich, dass sie es nicht geröstet haben. Richtig, richtig weich beim Anfassen. Shawarma, man sollte meinen, so viel Unterschied kannst du ja nicht machen, weil es sind immer die gleichen Zutaten. Viel verändert sich nicht, aber es macht meinen Wein so einen Unterschied. Alleine die Fleischwahl. Was erstmal Welt ist, das ist diese eine Berührung. Ich hoffe, man kann es sehen, weil der stand davor, hinten am Grill. Dieses ganze Feuer, das ans Fleisch kommt, dieses rauchige Aroma, ganz durchdringend. Du riechst es, du schmeckst es. Ich spreche ja immer davon, du brauchst das Gefühl gar nicht im Mund nehmen. Du hast den Geschmack schon.
Oh. Schön fettiges Fleisch, dieses Raucharoma, dieses Feuer bleibt durchgehend am Start. Ich kann am meisten nur von Burgern, die auf dem Grill gebraten werden, wo das Feuer von unten kommt. Weil diesen Move am Grill, den macht kaum einer. Dieses Fett ganz geschmeidig zerläuft, verteilt sich gefühlt im Shawarma, spätestens im Mund beim Zerbeißen, das überall dieses geschmeidige Fett. Saure Gurke schwingt mit Pommes, merkst du kaum. Schöner Mix aus weichem Fleisch, was abgeschnitten wird und dann teilweise den krossen Stücken. Mega, mega. Ganz kross, dieses scharf angebrannte, muss gefühlt karamellisiert, geht fast ins Süße hier über. Dann die Gurke, die dadurch reinschiebt. Im Geschmack, du hast diese Gurke, diese saure Präsenz, dann dieses fast süßliche Fleisch, stark, stark, stark. Sehr einzigartiger Shawarma. Fleisch on point. Meistens in so einem Fleischspieß hast du entweder dieses fettige, geschmeidige oder du hast das ganz krosse. Du hast meistens entweder oder und hier hast du beides irgendwie vereint. Mega Ding. Safe was fürs Shawarma-Ranking. Ich hoffe nur, die machen das überall mit dem Ding ranhalten, weil das gibt einfach riesen Upgrade. Wenn nicht, nimmst du dem ganzen Apparat, würde ich sagen, nochmal 0,5 bis 1 Punkt, weil das ist sehr charakteristisch, stark, einzigartig und schmeckt einfach. Wir gehen in Runde 2 mit dem Döner. Das machen wir noch. Burger schaffen wir nicht mehr. Er wird, kann ich euch mit Brief und Siegel drauf geben, Burger wird er eh verkacken. Er tut sich keinen Gefallen. Ich frage ihn vielleicht trotzdem nochmal, ob er das Risiko eingeht, aber ich weiß, er wird verkacken. Ich weiß, er wird verkacken, aber er ist ein erwachsener Mann. Und wird selber gerade stehen müssen für seine Taten. Vielleicht nehmen wir auch noch den Burger. Aber einmal nehmen wir noch einen Döner. Also Karim sagt 1 zu 1 wie in Libanon, ja? Nicht viel Schnickschnack. Ja. Qualität. Geil. Ist ein gutes Ding. Ist ein sehr gutes Ding. So starker Shawarma. Vielen wirklich Dank. Sehr stark. Also geil mit dem Rauch. Ich verlange nur immer, das wäre schade, wenn ihr es nur bei mir macht, dieses Ranhalten an den Grill, was ihr macht. Das muss überall, weil das sehr charakteristisch stark. Ja, weil oft machen die Leute nur, weil ich mit Kamera da bin, dann kommen die Leute und dieser Geschmack fehlt und ich empfehle was, was die dann gar nicht kriegen. Also das muss. Das ist der Stempel bei uns. Sehr gut, das ist der Stempel, ne? Könnt ihr nicht so ein Emblem an Grill ranhauen, dass ihr ranhaltet und ist da so Salam eingraviert? Oh, das wäre krass. Das wäre genau heftig. Oh, Salam, Salam. Also ich werde nochmal Döner, glaube ich, probieren. Ich habe schon gesagt, ich werde auch noch Burger, aber ich weiß, dass ihr bei Burger alle verkacken beim Burger. Glaubt mir, Burger werdet ihr verkacken. Tut mir leid, dass ich sage, aber alle die Döner, also die Shawarma und Döner machen. Döner, ja. Gucken wir mal, sprechen wir darüber, ja? Ach, Dönerbrot macht ihr auch selber. Kannst du einen Döner probieren? Oder halbe Döner? Ja, halber Döner wäre gut. Ein halber Döner wäre super. So, viel Spaß bei Runde 2. Super, vielen Dank. Dann kommen wir gleich nochmal rein. Geiles Selfmade-Brot. Auch genauso, sie bleiben sich treu, auch bei dem Döner, ganz weich außen. Ein Brot muss nicht zwingend außen kross sein. Es geht auch anders, aber wäre schwierig, jetzt einen Gesamtdurchschnitt zu rechnen, was besser wäre oder was insgesamt besser performt hat auf meiner Reise durch Deutschland. Aber es geht auch weich. Das für ein Biss gewesen. So viele Geschmäcker gleichzeitig gerade. Hat irgendwie diesen orientalischen Flavor. Gefühlt leicht zitronig. Die Zwiebel hat so ausgestrahlt vom Geschmack. Das kann ich gar nicht beschreiben. Als hätte ich nur die Oberfläche von der Zwiebel touchiert. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ganz anderen Geschmack. So ein durchdringender Rindsgeschmack. Das ist wieder, ich sag immer Kategorie, dieses Eintopffleisch. So in die Richtung. Eintopf, Suppenfleisch, so in die Richtung geht der Geschmack. Ist das für ein wilder Geschmack? Also hätten, als hätten sie den Salat mit diesem Rosenwasser mariniert oder so. Das schmeckt richtig blumig, fruchtig. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ganz einzigartiges Ding. Also man merkt, wenn man reinbeißt, es ist außen ganz leicht kross. Und dann im Mund, weil es so eine feine Konsistenz hat, löst sich der Rand vom Teig. Du hast den Rand alleine in einem Biss und du hast den Teig alleine. Es löst sich im Mund. Ganz verrückt. Dafür, dass sie das Ding nicht selber stecken, auch sehr guter Selfmade-Charakter. Also diesen intensiven Rindsgeschmack hast du sonst eigentlich nie beim bestellten Döner. Da hat er nicht zu viel versprochen. Dann die Kräuter jetzt noch drin. Da weiß ich, Petersilie. Ich bin hin und weg. Von dem Döner auf Nicht-Selfmade-Basis bin ich hin und weg. Wirklich stark. Guck mal, ob wir noch einen Burger essen, aber ich glaube nicht. Den snacken wir noch auf dem Weg weg, denn geht zur Bewertung. Also wirklich auf diesen, ich nenne es immer, ich habe teile meine Rankings auf in selbst gesteckt und nicht selbst gesteckt. Ja, genau. Also Selfmade, Nicht-Selfmade. Also für einen bestellten Spieß wirklich sau, sau stark gewesen. Sau, sau stark. Also echt
brutal. Ja, also ich würde auch sagen, theoretisch, wir machen Burger, aber das Ding ist, ihr tut euch, glaube ich, keinen Gefallen, weil Burger ist so ein schwieriges Wasser. Ich glaube nicht, dass ihr da irgendwie jetzt irgendwas abliefern könnt, was mich flashen würde. Der Burgerladen ist der neueste, den haben wir seit 2022. Mhm. Und da habe ich halt sehr, sehr viel mit eingewirkt. Ja, mit eingewirkt, mitgewirkt, ja? Sehr, sehr viel. Okay. Mein Vater ist so alte Schule, mäßig, oldschool. Und der hat auch früher, bevor er selbstständig wurde, im Burgerladen gearbeitet. Hier auch ganz bekannter gewesen. CEO, er war CEO. Mäßig, ja. Ja. Nach einer Zeit, 2022, haben wir uns überlegt, okay, machen wir einen Burgerladen, halal. Mhm. Weil halal ist sehr schwierig zu finden, Burger. Haben wir gemacht und dann am Anfang wollte er ganz klassisch machen. Nur Hamburger Cheeseburger, nur mit Zwiebeln, Gurken, Ketchup, Senf. Da habe ich gesagt, nein, das geht gar nicht. Wir müssen viel mehr Variation machen. Ja. Chickenburger, Chili Cheese, Bacon, Nacho-Burger. Ich habe gesagt, wir machen mit Falafel, weil wir sind ja bekannt, dass wir auch Falafel machen. Dann können wir es auch vom Burger packen. Hat er gar nicht dran geglaubt, aber hat sich dann bewährt. Oh, hat sich bewährt, okay. Aber habt ihr TK, weil dann bringt es nichts. Habt ihr TK-Patties? Schau mal. Das Rindfleisch ist nicht selbst gemacht, also das TK. Das okay. Chicken machen wir auf jeden Fall selber und ich weiß auch, du bist ein Chicken, du siehst Chickenburger sehr kritisch. Ja. Da überzeugt dich auch 100. Also Chicken macht ihr selber? 100 und da wirst du kein besserer Chickenburger. Also Chicken macht ihr selber? Dann machen wir den Chicken, weil das andere macht keinen Sinn. Dann machen wir den Chicken, zumindest ich teile mir den mit Kollegen, ich snack ein paar mal rein. Und dann gucken wir, dann machen wir den auch eben schnell. Salam. Okay, damit das nicht zu lang rausgezögert wird, Leute, ganz schnell laden, ein, zwei Bilder und direkt in Burger rein gehen wir. So, geil, dann fangen wir an mit Chicken Burger. Legen wir los. Interessant, als hätten die es richtig mürbe gemacht und das zerfällt beinahe, das Fleisch. Sieht sehr zart aus schon. Ihr seid Überraschungskandidat heute. Ihr wart so stark bei den zwei Gerichten gerade, hätte ich nie mitgerechnet. Ich dachte, jetzt ich nehme mit. Hier auch Karim zuliebe, der mag euch auch sehr gerne, aber hätte ich nicht gedacht. Darf ich dir was sagen, wenn ich in deine Augen gucke? Ne? Ich begegne ja vielen Menschen. Ne? Du kommst mir vor wie ein sehr gefälliger Mensch. Hast du irgendwie, warst du mal Soldat? Bist du Folterknecht gewesen oder irgendwie sowas? Nein? Ich habe nur richtige Gastronomie, über 30 Jahre Gastronomie. Du siehst aus wie ein Auftragsmörder, ich schwör's dir. Wenn ich in deine Augen gucke. Wenn du für mich einen besseren Job findest, dann ich zahl gut. Käse ist geschmolzen, ja geil. Habe ich auch selten gesehen, Leute, dass Käse so ganz komplett geschmolzen wird auf dem Grill, dann drauf. Höchstens Glocke sieht man oder andere Sachen, aber so selten. Beziehungsweise noch nie gesehen. Perfekt, danke mein Lieber. Wir essen den eben draußen, kommen wir wieder rein. Sehr interessantes Ding, sehr interessantes Ding. Erst hast du Chicken Burger Vibes, McChicken Vibes von McDonald's hast du. Die Soße wie ein Chamäleon, du beißt rein, am Anfang diese Frische, auch wie beim Chicken Burger, aber dann boom geht sie ins deftige Salzige über und verändert sich gefühlt im Mund. Geiler Knusper von der Panade, ich finde, da hatte man Angst, wenn man das gesehen hat. Man merkt die Brust, man merkt diese feine Konsistenz. Ja, gefühlt bei der Brust so, kann man sich vorstellen, wie viele kleine Schichten, die aufeinander liegen. Wenn es zart ist, löst es sich voneinander, gefühlt wie von selbst. Dieses Mundgefühl hast du dementsprechend auch. Eine leichte Trockenheit aber. Das liegt halt an der Brust, ne? Da kommt die Trockenheit. Salat merkst du gefühlt gar nicht. Ihr habt genug gesehen, Leute. Ich snack noch kurz weiter. Wir sehen uns bei der Bewertung von Salam. Alle drei Bewertungen an einem Stück. Ich hole den Khaled noch dazu, guck vor auf mein Handy und dann geht's los. So, die für euch, ne? Ich habe jetzt alles getestet. Ihr habt, wie gesagt, sehr überzeugt. Ich gebe dir drei Bewertungen jetzt, ne? Alles klar. Zum Shawarma. Ich war sehr überrascht vom Knusprig vom Fleisch. Dann dieses geschmeidige, weiche, dieses Fett. Also, ihr habt vorhin das Video gesehen. Ich gebe dir 9,1 Punkte für den Shawarma von 10. Ganz stark. Dann haben wir den Döner. Der Döner hat mich sehr überrascht. Da haben Geschmäcker auf mich eingeprasselt. Habe ich einfach nicht mitgerechnet. Ich gebe dir im Nicht-Zellfeld bereit 8,6 Punkte von 10. Sehr krass. Und dann gebe ich dir für den Burger 7 von 10 Punkten. Auch immer noch. Immer noch starker Burger, sehr lecker. Deutschland-Vergleich, natürlich kann er jetzt nicht mitspielen, aber so für Tübingen, kleine Stadt, wirklich nicht vielen verkehrt. Dank. Nicht vielen verkehrt. Vielen sehr Dank. Gerne. Die.
sag dir Dankeschön. Von mir jetzt nochmal die Verabschiedung draußen. Denk auch nochmal dran, Uber Eats App Release in Tübingen. 2x10 € Absahn mit dem Code Holle auf die ersten beiden Bestellungen. Alle anderen Infos werden eingeblendet. Reutling aus dieser Foodtour ist schon released. Und ihr könnt 2x10 € abstauben. Alles andere auch in der Videobeschreibung. Zieht euch das rein. Also wenn ihr das nächste Mal bestellt, denkt an diesen Link. Denkt an den Code Holle. Denkt an die Uber Eats App. Bares Geld sparen. Ich sag euch Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr geile Spots. Legenden-Spots gehabt. Gerne auch, wenn ihr in kleineren Städten wie Tübingen, wo noch gar nichts kam. Ich glaube, keine Foodtour in Reutlingen auch nicht. Wenn ihr da mehr sehen von wollt, scheiß drauf. Lasst einen Daumen oben scheppern, damit das Video Reichweite kommt. Ein Kommentar da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.